Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, hier in unserem Dom, im Domgarten draußen und auch all die, die diesen Gottesdienst mit im Internet verfolgen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zur Feier von 200 Jahren Wieder- und Neugründung unseres Bistums Speyer. Nach unserer Speyerer pfälzischen Art, saarpfälzischen Art, ist der Wein der Freude schon bereitet. Und das Fest kann mit der Freude des Glaubens gefeiert werden. Schön, dass Sie alle gekommen sind, um an unserer Festfreude teilzuhaben und uns im Gebet um den Geist Gottes für unsere Zeit, für die Erneuerung unserer Kirche und Welt mit anzuschließen. Seht, ich mache alles neu. Ich begrüße in besonderer Weise unter uns den Vertreter des Heiligen Vaters, Papst Franziskus, den Nunzius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, und freue mich sehr, dass er gleich ein Grußwort zu uns sprechen wird. In besonderer Weise freue ich mich, dass zwei meiner Vorgänger heute hier sind. Und damit decken wir in dieser langen Reihe der 96 insgesamt Speyerer Bischöfe 50 Jahre mittlerweile, ungefähr ein Viertel der 200 Jahre nach der Neugründung ab. Ganz besondere Freude, Friedrich Kardinal Wetter unter uns ist und Anton Schlembach, mein unmittelbarer Vorgänger. Weihbischof Georgens als dem Dompropst und dem Domkapitel zusammen ist es uns eine ganz besondere Ehre, dass der Primas von Polen unter uns ist. Aus der Freundschaft, die uns mit Gnesen, mit Stadt Speyer und auch das Bistum verbindet, Erzbischof Wojciech Polak, herzlich willkommen. Mit der besonderen Freundschaft nach Kroatien, nach Đakovo, dürfen wir uns über den Besuch des Erzbischofs Đuro Ranić ganz besonders auch freuen und sind sehr dankbar dafür. Leider kann der mit uns zutiefst verbundene Bischof Jean Damascene Bimenyimana aus Ruanda wegen einer schweren Erkrankung nicht dabei sein. Er wäre gerne und wollte auch kommen. Unsere Nachbarn, dem wir so viel an Geschichte gemeinsam haben, darf ich in besonderer Weise begrüßen. Bischof Jean-Christophe Laglaise aus Metz, und ich freue mich, dass auch der Straßburger Weihbischof Dollmann hier unter uns ist. Ich begrüße den Erzbischof Stefan Burger von Freiburg. Die Markgrafen von Baden waren ja die großen Nutznießer der Säkularisation und haben uns eine ganze Menge Territorium geklaut. Wer aber einmal bei Baden schaut über den Rhein, hier im Dom war, weiß, welche Verbundenheit auch noch auf der anderen Seite des Rheins zu unserem Dom hier besteht. Ich grüße alle, die aus den ehemaligen Gebieten unseres Bistums kommen, heute zu Freiburg, und wir freuen uns sehr, dass Bischof Fürst von Rottenburg-Stuttgart auch unter uns ist. Ich freue mich, dass die Dekane unseres Bistums heute hier mit dabei sind. Sie stehen für unsere Dekanate. Sie stehen für unsere Gläubigen, die mit so viel Leidenschaft und Eifer und mit Freude des Glaubens immer wieder das Leben in unserem Bistum aufrechterhalten. Aus der Politik und Gesellschaft
dürfen wir in besonderer Weise begrüßen die Ministerpräsidenten und Vorsitzende des Bundesrates, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Dankeschön, dass Sie heute bei unserer Feier dabei sind. Den Ministerpräsidenten AD Bernhard Vogel. Ich freue mich aus dem Saarland, nachdem gestern die Ministerpräsidentin bei unserer ökumenischen Eröffnung des Saarlandes dabei war, den Landtagspräsidenten Klaus Meiser begrüßen zu dürfen. Die bayerischen Verbindungen, die ja gerade aus diesem Veränderungsprozess besonders intensiv herausgewachsen sind, werden heute auch dadurch deutlich, dass wir den Staatsminister Dr. Ludwig Spaende in Vertretung von Ministerpräsident Seehofer unter uns haben und Barbara Stamm, die Landtagspräsidentin Bayern. Aber auch ganz besonders die Verbundenheit mit dem Haus Wittelsbach, Herzog Max in Bayern mit Gattin, der der Vorsitzende des Stiftungsrates unserer europäischen Stiftung Kaiserdom ist. Ich begrüße alle, die aus Gesellschaft und Politik gekommen sind, Oberbürgermeister, Landräte des Bistums und der ehemaligen Bistumsgebiete sowie alle anwesenden Minister der verschiedenen Regierungskabinette und Ordinariatsdirektor Dieter Skala vom katholischen Büro in Mainz. Wir wollen nun diesen Gottesdienst miteinander in Freude feiern. Wir können uns einen Augenblick setzen, das hätte ich gleich machen können, aber wir wollen es jetzt tun. Der Nuntius wird uns ein Wort des Papstes sagen. Ich freue mich natürlich in besonderer Weise über die Anwesenheit unserer ökumenischen Verbindung. Wir haben gestern ökumenisch gefeiert und möchte besonders Kirchenpräsident Christian Schad begrüßen, der mit uns ist, und wir feiern dieses Fest in ökumenischer Verbundenheit. Und aus dem Bistum Mainz habe ich gerade vergessen, den Administrator Dietmar Giebelmann in besonderer Weise, denn mit den Mainzern sind wir seit jeher sehr verbunden. Eminenz, Exzellenzen, verehrter Herr Bischof Dr. Wiesemann, liebe Vertreter der christlichen Kirchen und Gemeinschaften, sehr geehrte Repräsentanten der Politik, der Gesellschaft und der Kultur, liebe Schwestern und Brüder. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Gottesstadt und ihre Leuchte ist das Lamm. Das neue Jerusalem, das nun in der Offenbarung des Johannes geschildert wird, ist die göttliche Synthese der Hoffnungen der Menschen auf Frieden und Glück und den endgültigen Sieg über den Tod und das Böse in den vielfältigen Gestalten von Gewalt, Krieg und Terror. Nur Gott vermag dies zu vollbringen, so lautet die Botschaft des letzten Buches im Neuen Testament. Nur der Allerhöchste kann sagen, seh, ich mache alles neu. Mit dem Konkordat zwischen dem Königreich Bayern und dem Heiligen Stuhl von 1817 wurden das Bistum Speyer nach den französischen Revolutionskriegen und den napoleonischen Wirren wieder errichtet, wenn auch nur mit einem Teil des ursprünglichen Territoriums des alten Fürstbistums Speyer. Dennoch waren die Menschen froh, wieder im alten Kaiserdom von Speyer ihre Kathedralkirche sehen zu können. Im Namen des Heiligen Vaters Franziskus, den ich die Ehre habe, in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreten, bemühte ich euren verehrten Bischof Karl-Heinz Wiesemann und alle Diözesanangehörigen die herzliche Grüße und Glückwünsche des Bischofs von Rom und Hirter der Universalkirche. Der Papst wird nicht müde, zu einer neuen Dynamik der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi aufzurufen, das auch den Menschen von heute
eine gute Nachricht ist. Diese neue Evangelisierung muss auf den soliden Fundamenten von Glauben, Hoffnung und Liebe des gläubigen Gottesvolk dieser gesegnete Erde aufrufen, so wie es diese majestätische Kathedrale, in der wir uns befinden, auf der Ebene von Kunst und Architektur repräsentiert. Wenn wir die Tradition der Vorfahren fortsetzen und erneuern, geben wir ihnen alle durch ein christliches Leben Zeugnis von dem, der sagt, ich bin das Licht der Welt. Auf diese Weise möge in der erwürgten Diözese Speyer der Glanz der Herrlichkeit Gottes durch ein Leben aus dem Glauben erstrahlen. Wir wollen also nicht müde und resigniert sein, sondern uns ein Vorbild an denen nehmen, die von uns in schwierigen Zeiten in dieser Diözese gewirkt haben und das Evangelium verkünden. Im Jahre 1817 haben sie sich gesagt, lass uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zum Recht der Zeit. Diese Zuversicht zu dem dreieinigen Gott und in der Sendung zu den Menschen unserer Zeit wische ich Ihnen. Die Schutzpatronin der Diözese Speyer, die selige Jungfrau Maria, die Mutter der Kirche, behütet die Menschen an Rhein, Saar, Blies und in den Pfalz. Die Gottesmutter und alle Heiligen möge für die Anliegen der Christen vom Gottes Thron eintreten, damit sich erfüllt, was geschrieben steht. Seh, ich mache alles neu. Liebe Schwestern und Brüder, so wollen wir uns vor den lebendigen Herrn der Geschichte stellen. Er ist es, der uns immer wieder neu Leben einhaucht durch seinen Geist, der uns reinigt, umgestaltet, erneuert. Rufen wir ihn um sein Erbarmen an.
so erbarme sich unser, der allmächtige Gott. Er verzeih uns unsere Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, im neuen Bund berufst du aus allen Völkern dein Volk und führst es zusammen im Heiligen Geist. Gib, dass deine Kirche ihrer Sendung treu bleibt, dass sie ein Sauerteig ist für die Menschheit, die du in Christus erneuern und zu deiner Familie umgestalten willst. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Jesaja. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch das gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Der Herr spricht: Denk nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich alles neu. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und Straßen durch die Wüste. Die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße, denn ich lasse in der Steppe Wasser fließen und Ströme in der Wüste, um mein Volk, mein Erwähltes zu tränken. Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Geht in alle Welt, Halleluja, und seid meine Zeugen, Halleluja. Den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen, denn mächtig waltet über uns seine Huld, die Treue des Herrn währt in Ewigkeit. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen.
Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe,
damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Echte Propheten, liebe Schwestern und Brüder, sind selten. Die meisten, die sich für prophetisch halten, verlängern nur die Linie der bestehenden Stimmungen und Spannungen. Und je nachdem sind sie selbstsichere Heils- oder die Angst instrumentalisierende Unheilspropheten. Echte Propheten hingegen wittern im Alten schon das Neue, erspüren die sich unter der Oberfläche verschiebenden Schichten, erschauen die Zukunft aus der schöpferischen Macht der Freiheit. Da kann Selbstsicherheit schonungslos in ihrer untergründigen Brüchigkeit aufgedeckt werden, wenn hinter der Fassade alles hohl geworden ist. Radikale Verunsicherung hingegen kann sich als umstürzende Chance zum Neuanfang zeigen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das umkehren kann. Das hat ihn im Gegensatz zu manchen ausgestorbenen Arten überleben lassen. Seine Evolution ist bestimmt durch den Horizont nicht festgelegter Freiheit, durch etwas also, das ihn selbst, alles, was er vorher erfahren und gelernt hat, übersteigt. Letztlich durch die Freiheit Gottes, an der er teilhat. Seht, ich mache alles neu. Ich war in diesem Jahr mit bei einer unserer Kundschafterreisen, durch die wir uns in unserem Bistum von der Weltkirche her neu inspirieren lassen wollen und um den Kopf von den eingeübten Schranken zu befreien und auch von Falschheils- oder Unheils profitieren. Ich war mit einer Gruppe von mehreren Tandems von Haupt- und Ehrenamtlichen auf den Philippinen, genauer gesagt zwei Inseln in den Visayas. 2013 ist ein verheerender Taifun mit Namen Yolande hier rüber gezogen und hat eine Schneise der Vernichtung hinterlassen. Die Menschen verloren damals ihre gesamte Lebensgrundlage, ihre Häuser, ihre Fischerboote, ihre Kirchen. Diese hat man sich zusammengesetzt. Und die Frage gestellt, was hat Yolanda alles zerstört?
Und die Menschen haben ihr ganzes Elend ausgeschüttet. Die Vernichtung betraf alle Lebensbereiche. Doch dann hat man sich die Frage gestellt, gibt es auch etwas, das Yolanda nicht zerstören konnte? Zuerst herrschte Stille, dann noch zaghaft eine erste Stimme, zu der sich immer mehr hinzufügten. Unsere Pfarrkirche ist zerstört, aber nicht mein Glaube. Mein Haus ist völlig zusammengefallen, aber nicht meine Familie. Mein Fischerboot ist in Fluten untergegangen, aber nicht mein Wille zum Leben. Das war der Beginn lebendiger Basisgemeinschaften, in denen auf neue Weise Glaube und Leben, Aufbau und Gemeinschaft, Umkehr und Lebensmut miteinander verbunden wurden. Und nach kurzer Zeit hatten die meisten Familien wieder ihr Fischerboot, von dem sie leben konnten. Und der Mut des Neuanfangs durchbrach auch alte Schranken. Kooperativen entstanden, in denen man sein Schicksal nicht mehr nur den Naturgewalten oder den Mächtigen im Land überließ und allen Fatalismus überwand durch eine gemeinsam umgesetzte Vision. Seht, ich mache alles neu. Liebe Schwestern und Brüder, es ist gut 2 Jahrhunderte her, dass die Kirche von Speyer, die bis ins 4. Jahrhundert zurückreicht und zu den ältesten Deutschlands zählt, am Ende zu sein schien. Wir können uns heute kaum noch vorstellen, wie tief insgesamt die deutsche katholische Kirche am Boden lag. Die Reichskirche war zerbrochen, das Kirchengut gewaltsam eingezogen, Priesterseminare geschlossen und mit der Säkularisation der Klöster eine 1000-jährige geistliche Kultur abrupt beendet. In aufgeklärten Kreisen war man der Überzeugung, dass die Fortentwicklung der christlichen Kultur nicht mehr durch die Kirche, sondern durch den Staat verbürgt wird. Mit der Gefangennahme Papst Pius VII. Durch Napoleon 1807 sprach man gar vom Ende der katholischen Kirche selbst. Auch der letzte Fürstbischof von Speyer, Wilderich von Walderdorf, hatte alle Hoffnung in die Zukunft seiner Kirche verloren. War doch für ihn mit dem Ende des Fürstbistums eine ganze Welt. Seine Welt und seine Kirche, in der er aufgewachsen war, zusammengebrochen. In seinem Testament hinterließ er für kirchliche Zwecke nichts. Und zwar mit folgender Begründung. Da den dermaligen aufgeklärten Zeiten nichts mehr heilig ist, wäre es Torheit, das Geringste dahin zu verwenden. Menschlich kann man mit dieser Bitterkeit mitfühlen. Aber prophetisch war das alles nicht. Denn Gott sprach, seht, ich mache alles neu. Es waren nur wenige Jahre zwischen dem Tod von Walderdorfs und der Unterzeichnung des Konkordates, heute vor 200 Jahren, mit dem das alte Bistum Speyer neu erstand. Und zwar nicht nur in veränderten Grenzen, die bayerisch gewordene Pfalz und Saarpfalz umfassten. Das kirchliche Leben im Bistum musste sich in gewissem Sinne in allen Bereichen neu erfinden. Äußerlich war die Lage zum Verzweifeln. Der bayerische Rheinkreis, wie er hieß, politisch aus 43 Teilstaaten des Alten Reiches und der vormals französischen Festung Landau zusammengestückelt, war die wirtschaftlich rückständigste, sozial schwächste und politisch unruhigste Provinz Bayerns. Kirchlich war sie zusammengesetzt aus Teilen der napoleonischen Diözesen Mainz,
Metz, Straßburg und Trier. Entsprechend bunt zusammengewürfelt war der überalterte Klerus. Ein Viertel der Pfarreien war erst gar nicht besetzt. Dazu kam die Bevormundung der Kirche durch den bayerischen Staat. Man könnte sagen, es war zum Davonlaufen. Und in der Tat hat es die ersten Bischöfe nach der Neugründung nicht lange in Speyer gehalten. Erst unter dem bedeutsamen Pontifikat Bischof Nikolaus von Weiß aus dem Saarland und ein Schüler Bischof Kolmars von Mainz, dem wir der Halt in den napoleonischen Wirren unseres Domes verdanken, erst unter Nikolaus von Weiß gewann das erneuerte Bistum wieder an Kontur und Leben. Und dennoch wuchs gerade in dieser wirren Zeit unter der Oberfläche kraftvoll Neues heran, vor dem wir heute staunend stehen können. Hier wird das prophetische Wort Jesajas, das wir in der Lesung gehört haben, anschaulich. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es hervor, merkt ihr es nicht? Es waren vor allem charismatische Persönlichkeiten, in denen die neue Gestalt des Bistums heranreifte. Die erzwungene Befreiung von den weltlichen Herrschaftsaufgaben setzte eine neue, eine geistliche, eine seelsorgerliche Dynamik ungeahnten Ausmaßes frei, die aber alles andere als weltenthoben war. Das war kein Rückzug aus der Welt, sondern im Gegenteil. Alle großen Gestalten des Neuaufbruchs waren Persönlichkeiten mit großer geistlicher Kraft, tiefer Frömmigkeit, die sich von den sozialen Herausforderungen der Zeit und konkreten Nöten der Menschen zutiefst ergreifen ließen. In ihnen verbinden sich Spiritualität und Anwaltschaft für die Menschen, Verkündigung des Evangeliums und Weltbezug miteinander. Als der selige Paul Josef Nardini als junger Pfarrer nach Pirmasens kam, hat er nach eigenem Bekunden in so vielen Familien eine Armut getroffen, die ihm in der Seele wehtut und jedes fühlende Menschenherz zum Mitleid hinreißt und zur Hilfe auffordert. Und er schreibt, er selbst könne hier nie glücklich und zufrieden leben, wenn er sich nicht sagen könnte, dass seinige nach möglichster Kraft zur Linderung der Armut beigetragen zu haben. Das Geheimnis des Neuaufbruchs der Diözese liegt genau in dieser funkelnden Verbindung von tiefer Christusfrömmigkeit mit der inneren Berührung durch die soziale Frage des Jahrhunderts, durch die Nöte der Menschen. Erneuerung der Kirche geht nie nur geistlich oder nur diakonisch sozial. Wo aber beides, zumal in charismatischen Persönlichkeiten zusammenkommt, da funkt es. Da erwacht das Evangelium zu neuem Leben. Die Menschen selbst werden dabei zum lebendigen Evangelium. Sie erschließen dem Verkündiger seine alte Botschaft neu. Seit ihren Anfängen besteht die dynamische Kraft des Christentums in dieser Verschmelzung von Anbetung und Diakonie, von Mystik und Gesellschaftsgestaltung, die unseren Glauben auszeichnet. Immer ist die Kirche aus diesem zündenden Gemisch von Gottes- und Menschenliebe die erneuerte prophetische Kraft erwachsen, das Evangelium in den Menschen und durch die Menschen zum Leuchten zu bringen. Und darum sagt das Zweite Vatikanische Konzil, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auf Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Das ist der Humus, in dem der Keim des Geistes sich entfaltet. Schon sprießt es hervor. Merkt ihr es nicht? Seht,
ich mache alles neu. Die prophetische Vision des neuen Himmels und der neuen Erde, des neuen Jerusalems, die auch unserem Dom hier zugrunde liegt, hat Menschen zu allen Zeiten dazu befähigt, ihr Schicksal nicht den Machtkonstellationen der Zeit zu überlassen. So wächst die Kirche immer neu, von oben aus dem Geist und von unten aus der Sehnsucht und dem Mut Menschen. Aus der Zerstörung der alten Reichskirche ist eine neue Gestalt von Kirche auferstanden, ein neuer Frühling der Orden, Mallersdorfer Schwester, Dominikanerinnen und andere, und ein neues Bewusstsein des Laienapostolates, der Entstehung der Verbände, der Vereinigungen und sozialen Bewegungen aus dem Volk Gottes heraus. Sie haben gerade in den schwierigen kulturkämpferischen Zeiten die Fahne des Glaubens und der Kirche mitten in der Welt hochgehalten. Die Entschlossenheit, den Glauben und Zusammenhalt der Katholiken zu stärken und gleichzeitig mutig in die Gesellschaft hineinzuwirken, zeigt sich auch in der Gründung der ältesten Bistumszeitung Deutschlands im Jahr 1848, der Christliche Pilger. Und lieber Herr Nuntius, damit ist unser Pilger älter als der Osservatore Romano. Die Katholikentage im Bistum Speyer sind aus dem starken Selbstbewusstsein des Laienapostolates hervorgegangen. Und auch wenn man sich viele Jahrzehnte abgeschieden im Pfälzerwald in Johanneskreuz getroffen hat, so waren sie doch immer mit einem klaren Zeugnis, mit einer sozialen und politischen Botschaft in die Welt hinein verbunden. Und auch nicht vergessen werden darf der mutige Widerstand von unten gegen das Naziregime an vielen Orten, wie insbesondere Hauenstein. Hier sei auch an so manchen mutigen Geistlichen erinnert, etwa an Pater Ingbert Naab aus Dahn. Geist von oben und Mut von unten, diese Symbiose verändert das Angesicht der Welt. Mit Christus darf ein jeder von uns sagen: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen die gute Nachricht zu bringen. In der Reichskirche waren alle Gläubigen Untertanen. Ein Bewusstsein, ein geistliches Volk von Königen, Priestern und Propheten zu sein, konnte da nicht entstehen. Das war erst mit dem Verlust der weltlichen Herrschaft möglich. Das große biblische Bewusstsein von der priesterlichen und prophetischen Salbung und Sendung aller Getauften und Gefirmten ist die Signatur der erneuerten Gestalt der Kirche. Die vielen aus tiefem christlichem Bewusstsein engagierten Menschen sind unser eigentlicher Schatz und das lebendige Gesicht der Diözese. An diesem Punkt aber ist die Entwicklung noch lange nicht zu Ende, vielleicht eher noch in den Geburtswehen. Mit der Stärkung dieses Bewusstseins reift eine neue Gestalt von Kirche heran, in die der Geist, der uns lebendig macht, uns führen will. Seht, ich mache alles neu. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind es gewohnt, uns als Katholiken in dem großen Bogen der Kontinuität der Jahrhunderte zu sehen. Das gibt uns mit unserem Dom den langen Atem. Aber geistliches Leben bedeutet auch Umkehr, Neuanfang, ständige Umgestaltung in Christus, Neuwerden im Heiligen Geist. Nicht alles, was unter dem großen Bogen der katholischen Kontinuität gehandelt wird, ist immer fromm und heilsam. Und vieles, was lange gut war, hat seine Zeit gehabt und Neues muss werden.
Umkehr und Neugeburt gehören zum Wesen des Christentums. Das verbindet uns 500 Jahre nach der Reformation mit unseren evangelischen Schwestern und Brüdern. Dabei reicht es nicht, 200 oder 500 Jahre zurückzuschauen. Der Geist will uns heute umgestalten. Schon sprießt Neues. Merkt ihr es nicht? Und ich bin mir sicher, dass er uns gemeinsam umgestalten will. Denn die Herausforderungen unserer säkularisierten und globalisierten Welt können wir als Christen nur gemeinsam bestehen. Die Zukunft der Kirche muss und wird ökumenisch geprägt sein. Lieber Christian Schad, 2015 mit unserem Kirchentag hier in Speyer haben wir ein Signal alles hier zusammengesetzt. Wir leben in einer Kirche einer gefährlich unvollendeten, abgebrochenen Globalisierung mit ihrem Rückzug wieder in die gegeneinander gestellten Eigen- und Nationalinteressen und ihren gleichzeitig doch nur gemeinsam und global zu lösenden, hochexplosiven Problemen wie Terrorismus, nukleare Bedrohung, Korruption, Flüchtlingselend, Klimawandel oder Ausbeutung der Armen und Schwachen. Was für ein fatales Signal ist die aktuelle Aufkündigung des Pariser Klimaabkommens durch die USA. Aber diese verrückte und wirre Situation birgt auch eine echte Chance. Dass nämlich die Menschen aufwachen und die großen gemeinsamen Ziele wieder in die Mitte rücken. Wie viele Menschen suchen nach einer gemeinsamen Vision, mit der wir aus den fatalen Kreisläufen dieser Welt ausbrechen können? Unser Glaube hat die Kraft dazu. Bringen wir ihn mit neuem Mut gemeinsam ins Spiel. Und dabei dürfen wir uns an die prophetischen Worte erinnern, die der heilige Papst Johannes Paul II. 1987, also vor dem Fall der Mauer, gesagt hat, als er im Rahmen der Seligsprechung von Edith Stein, deren Namen zutiefst mit unserer Diözese verbunden ist, hier auf dem Domplatz mit vielen tausenden Gläubigen die heilige Messe gefeiert hat. Er sagte, nur wenn wir unsere wahrhaft große christliche Aufgabe erschließen, kann es gelingen, als geistig geeintes Europa der Welt eine befreiende Botschaft anzubieten, die den Menschen und Völkern die Zukunft erstrebenswert machen kann und ihnen hilft, sie menschenwürdig zu gestalten und ihre Prüfungen zu bestehen. Liebe Schwestern und Brüder, was feiern wir mit diesem Jubiläum? Nicht uns selbst. Wir feiern das Geheimnis des Heiligen Geistes als der Seele, dem Lebensatem der Kirche. Seine Kraft kommt immer dann zum Vorschein, wenn der Mensch mit seinen Kräften am Ende zu sein scheint. Er ist der Atem des Auferstandenen. Auch heute stehen wir wieder an einem kritischen Punkt. Die Gestalt unserer Welt und damit auch der Kirche wandelt sich tiefgreifend. Der letzte Fürstbischof gab keinen Cent mehr auf die Zukunft seiner Kirche, wie er sie kannte. Solche Stimmen gibt es auch heute. Aber prophetisch sind sie nicht. Als Bischof von Speyer schaue ich mit Stolz und Zuversicht auf die geistliche Kraft zur Erneuerung, die in diesem Bistum steckt und lebt. Vor 200 Jahren war unter der Oberfläche der Zerstörung machtvoll Neues gewachsen. Ich weiß noch nicht, wohin der Geist unserer Kirche in unserer Welt von heute führen wird. Aber ich lebe aus der Offenheit für diesen Geist. Auch wenn viel Gewohntes verloren geht. Ich glaube an prophetische Kraft der Worte. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon sprießt es hervor. Merkt ihr es nicht?
Gott sendet den Geist aus, in dem alles erschaffen wird und durch den er das Angesicht der Erde erneuert. In Dankbarkeit für alles, was der Geist in den vergangenen 200 Jahren in unserem Bistum gewirkt hat, lasst uns beten um das Kommen, um sein Kommen mit seinen 7 Gaben. Wir beten für unseren Bischof Karl-Heinz, für alle Priester und Diakone in unserem Bistum und für alle, die sich in den verschiedenen pastoralen Berufsgruppen einsetzen, für eine lebendige Kirche in unserer Zeit. Herr, sende uns den Geist der Weisheit, der uns lehrt, das Richtige zu tun und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Herr, mache alles neu. Wir beten für alle Ehepaare und Familien, die durch ihr Leben mit und füreinander und durch ihren alltäglichen Einsatz in unseren Pfarreien und Gemeinschaften zum Aufbau des Reiches Gottes beitragen. Herr, sende uns den Geist der Einsicht, der uns lehrt, in unserem Zusammenleben die Zeichen der Zeit richtig zu deuten. Herr, mache alles neu. Wir Neugefirmten beten für alle Jugendlichen, die ihren eigenen Weg durch das Leben suchen und die sich mit dem Glauben und der Kirche oft schwer tun. Herr, sende uns den Geist des Rates, der uns lehrt, einander zuzuhören, zu ermutigen und neue Wege der Verkündung zu entdecken. Herr, mache alles neu. Wir beten für die älteren Menschen in unserem Bistum, die den Glauben durch viele Jahrzehnte gelebt und weitergegeben haben. Besonders für die Alleinstehenden, die Kranken, die Einsamen und auch für alle, die kranke Angehörige pflegen. Herr, sende uns den Geist der Stärke, der uns lehrt, unseren Glauben in Treue und Verantwortung für die kommenden Generationen zu leben und auch dunkle Zeiten durchzustehen. Herr, mache alles neu. In diesem Jahr, wie viele andere Kinder, zum ersten Mal die Kommunion empfangen dürfen. Wir beten für alle Kinder, besonders für unsere Geschwister und Freunde und auch für die Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns. Herr, sende uns den Geist der Erkenntnis, der uns lehrt, die Welt mit unseren Sinn zu entdecken und uns füreinander einzusetzen. Herr, mache alles neu. Jesus, Jesus,
Wir beten für alle Schwestern und Brüder in den Ordensgemeinschaften, die durch ihr Gebet und ihren Einsatz in den unterschiedlichen Lebensbereichen das Reich Gottes sichtbar und spürbar machen. Wir beten auch für die Menschen in unseren Partnerdiözesen auf der ganzen Erde und für die Ordensleute aus unserem Bistum, die in vielen Teilen der Weltkirche im Einsatz sind. Herr, sende uns den Geist der Frömmigkeit, der uns lehrt, deine Liebe in unseren Herzen wachsen zu lassen und all unser Beten und Tun in Beziehung zu dir zu setzen. Herr, mache alles neu. Wir beten für alle Christen in den unterschiedlichen Konfessionen, die sich im ökumenischen Miteinander für ein gemeinsames Zeugnis in dieser Welt einsetzen. Herr, sende uns den Geist der Gottesfurcht, der uns lehrt, dich als den zu erkennen, der größer ist als jede menschliche Abgrenzung voneinander. Herr, mache alles neu. Allmächtiger Gott im Geist, den uns dein Sohn verheißen hat, machst du alles neu. In diesem Geist preisen wir dich als unseren Schöpfer und Vater durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die Kollekte ist heute für den Flüchtlingshilfefonds der Diözese Speyer bestimmt, der damit Projekte für Flüchtlinge an vielen Orten unseres Bistums unterstützt und fördert. Vergelt's Gott für eine großzügige Spende für dieses wichtige Anliegen in unserer Zeit.
Lasset uns beten. Gott, unser Vater, nimm unsere Gaben an, in denen das Opfer deines Sohnes gegenwärtig wird. Aus seiner Seitenwunde ist die Kirche hervorgegangen, als Werk des Heiligen Geistes. Lass sie ihren Ursprung nie vergessen, sondern daraus in dieser Feier Heil und Leben schöpfen. Aus unserem Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken und dein Erbarmen zu rühmen. Die Sünde hatte die Menschen von dir getrennt. Du aber hast sie zu dir zurückgeführt durch das Blut deines Sohnes und die Kraft deines Geistes. Wie du eins bist mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, so ist deine Kirche geeint nach dem Bild des dreieinigen Gottes. Sie ist ein heiliges Volk, der Leib Christi und der Tempel des Heiligen Geistes, zum Lob deiner Weisheit und Liebe. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reicht ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in dein Reich. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hast. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinem Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyren, heiligen Bonifatius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Karl-Heinz, uns, deine unwürdigen Diener und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir.
Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tischen sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle gute Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Da wagen wir zu beten. Vater unser in den Allmächtiger Vater von allem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Christus ist das Band der Einheit, das uns zusammenhält in seinem Geist. Er ist unser Friede und unsere Versöhnung. Wir bitten, schau nicht auf unsere Sünden, sieh auf den Glauben deiner Kirche. Schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Der Friede.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht ich mache alles neu.
Lasset uns beten. Herr, du hast uns gestärkt durch das Sakrament deines Sohnes. Mache das Werk deiner Kirche fruchtbar und enthülle durch sie den Armen das Geheimnis unserer Erlösung. Denn sie hast du vor allen dazu berufen, Anteil zu haben an deinem Reich, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, zum Schluss drängt es mich, Dank zu sagen allen, die gekommen sind und mitgefeiert haben. Aus der Weltkirche, aus unseren Nachbardiözesen, aus unserer Metropolie. Ich freue mich, dass Sie und wir alle gemeinsam dieses Fest haben feiern dürfen. Ich sage Dank allen, die mitgewirkt haben, der Dommusik mit dem festlichen Glanz, den sie uns heute gegeben hat, all denen, die liturgisch mitgewirkt haben und hinter den Kulissen. Ich möchte einmal ein besonderes Dank Dr. Bertram Stubenrauch, unserem Ökumene-Referenten, sagen, denn er hat uns unser Mottolied, wie schon beim Ökumenischen Kirchentag, gedichtet. Seht, ich mache alles neu. Ich freue mich, dass die Fahnenabordnungen mitgekommen sind, so vieler, noch ein deutliches Zeichen der Gemeinschaft im Bistum zeigen. Ich sage Dank ganz besonders hier auch der Stadt Speyer, dem Oberbürgermeister Eger und allen, die uns hier in so freundlicher Kooperation gesinnt sind, dem Verkehrsverein, dass wir jetzt gleich wieder aus dem Domnapf schöpfen können, zur Freude des Volkes, wie es seit dem Mittelalter schon heißt. Die Freude des Weines, das ist was Fälsches, das ist was Gutes. Sage ich als Westfale. Und so wollen wir um Gottes Segen bitten, dass er uns behüte und beschütze, dass er uns begleite und ermutige, dass er uns stärke für das Zeugnis in der Welt. Der Herr sei mit euch. Und mit dir, Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Unser Segen euch. Und stärke euch auf die Fürsprache unserer Patronin, der Gottesmutter Maria, des heiligen Pirminius, der heiligen Edith Stein, seligen Paul Josef Nardini und aller Heiligen, der allmächtige und gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in Frieden.
Seit ältesten Zeiten kommen wir hier zur Statio zusammen, um dich, Maria, hier in besonderer Weise um deine Fürsprache zu bitten. Und das möchte ich heute an diesem Tag mit einem besonderen Gebet tun. Heilige Jungfrau und Mutter Maria, seit ältesten Zeiten stehen dieser Dom, unser Bistum unter deiner besonderen Fürsprache, unter deinem Schutz und Schirm. Vor deinem Bild betete der heilige Bernhard von Clairvaux, o gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. Vor dir kniete der heilige Papst Johannes Paul II., als er 1987 unser Bistum besuchte und uns im Glauben ermutigte. Unzählige Pilger sind im Laufe dieser Jahrhunderte hier zu deinem Gnadenbild in Not und Leiden, in Hoffnung und Freuden gekommen. Hier hat der selige Paul Josef Nardini sich deinem mütterlichen Herzen anvertraut und die heilige Edith Stein in ihrer Speyerer Zeit Kraft geschöpft und Trost erfahren. Dein Bild hier in unserem Dom ist mit der Geschichte der Menschen in unserer Region rechts und links des Rheines, ja mit der Geschichte unseres Bistums eng verbunden. Es wurde trotz aller Zerstörungen immer wieder durch den Glauben der Menschen erneuert. Und so rufen wir dich an, als der Meeresstern, der uns in den Stürmen der Zeiten die Orientierung bewahrt, als die Morgenröte, die uns nach dunkler Nacht den Aufgang aus der Höhe, das Licht des Lebens zeigt, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland. Heilige Gottesmutter, du warst ganz bereit für das Wirken des Heiligen Geistes. Du hast dich dem Unvorstellbaren geöffnet, als du dein Ja-Wort sprachst auf die Ankündigung des Engels hin. Du hast mit den Aposteln nach der Himmelfahrt deines Sohnes auf die Herabkunft des Heiligen Geistes betend gewartet und bist durchdrungen worden von dem Feuer der Liebe. Das ermutigt uns auch heute, ganz auf das lebendige Wehen des Geistes zu vertrauen und uns von ihm umgestalten und erneuern zu lassen. Deshalb lege ich dir heute erneut, 200 Jahre nach seiner Neugründung, am Tag des heiligen Bonifatius, des Apostels der Deutschen, unser Bistum Speyer an dein Herz und gebe es ganz unter deinen mütterlichen Schutz und Schirm, o Königin der Herrlichkeit und Helferin der Christenheit. Sei du Vorbild und Hilfe, dass wir unser ganzes Leben für Christus einsetzen, für sein Evangelium vom Reich Gottes, in dem die Kleinen und Niedrigen selig gepriesen werden, die Hochmütigen aber vom Thron gestoßen werden. Heilige Gottesmutter, du trägst die Freude der Auferstehung in deinem Herzen und bist aufgenommen in die Herrlichkeit des Himmels zu deinem Sohne. Steh unserem Bistum Speyer und allen Menschen, die darin leben, bei auf dem Weg durch die Zeit, durch alle Veränderungen und Herausforderungen. Lass uns mit allen, die den Namen deines Sohnes tragen, ein Herz und eine Seele sein. Und hilf uns, den nie aus dem Blick zu verlieren, der uns vorausgegangen ist, um uns eine Wohnung zu bereiten im himmlischen Jerusalem. Jesus, dein Sohn, unser Herr und Heiland. Amen.